Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort, unserem Kanal Sofort und Gleich. Daily Mastery, schauen wir mal rein, heute gibt's was richtig Geiles. Wir haben zum einen hier vorne die Paddling Peggy, die paddelnde Peggy. Wer kennt sie nicht, die paddelnde Peggy? Ja, die Karte, die damals teilweise komplette Decks gefüllt hat. Es gab diese Paddling Peggy Decks, also Leute, die nichts anderes in ihrem Deck hatten als einfach nur Peggys und Gewehre. Und haben damit alles Mögliche an Legendaries zerstört. War noch vor der Zeit, bevor es diesen Buff gab und so weiter, aber die Dinge, die waren schon mega mächtig. Jetzt gibt es ja inzwischen die Mythic Peggy und auch jetzt wieder ziemlich saustark. So, dann kommen wir zu der nächsten Karte. Also, wer zu viel Gems übrig hat, das Ding lohnt sich schon, ne? Also jetzt gehen wir mal in die nächste rein, Uncle Teddy. Aber die Leute, die wissen das dann auch schon. Uncle Teddy, ja, ist einfach nur zum Heilen da, ne? Gibt's zwei ganze Kombos mit Slurm. Juhu. Also zwei Kombos mit Slurm. Toll, ne? Und ist tatsächlich einfach nur zum Heilen da. Also dafür 500 Gems ausgeben. So, dann haben wir den Man of the House. Das ist mit Chris. Und Alkoholkarten. Olde Fortranfusel, den hast du damals so gern gespielt. Oh ja, die habe ich noch lange Zeit im Deck gehabt. Vor allem, weil ich dich dann noch gefragt habe, willst du es rausnehmen? Und dann sagst du, nee. Ja, das war zu einer Zeit, da war das, ja. Aber da hatte ich auch keinen Chris gehabt, also weil das lohnt sich nicht, wenn ich mir das anschaue. Nö. Dafür 1000 ausgeben. Aber jetzt kommt er. Und Stacy, ich hoffe, ich spreche es diesmal richtig aus. Nach so langer Zeit habe ich es wahrscheinlich immer noch nicht gelernt, wie das Ding hier richtig ausgesprochen wird. Der Shex Lemenux. Hammerkarte. Roger. Na, und hat extrem viel. Ja. Craze. Also das Ding, das geht richtig geil ab. Und gerade wenn man zum Beispiel entweder beim Siege, beim Sportdeck ist oder es mal wieder so ein Sport-BGE gibt. Das BG, Ding. BGE. Das Ding ist geil. Sagt Pull, aber. Sagt hier BGE. Ja. So. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde RPG. Den hole ich mir jetzt. No. Die Combo hole ich mir jetzt, die Combo Mastery, weil habe ich nämlich auch im Deck. So. Wie ihr seht, reicht es jetzt nur für einmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit uns, dem Herrn Sofort und dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.